Der Test ist doch Das andere einfach. hat Geschick und Intelligenz und das hat Geschick und Konstitution. Ja, das heißt, das andere hast du ein bisschen mehr Damage plus diesen Sprung, wenn die richtigen Gegner da sind. Und dann können wir da zurück. Mit dem Gästeruf und dann packen wir das wieder aus ins Lager und dann. Ach du Scheiße. Was denn? Ah, du hörst ja noch zu, ja. Ich höre zu, ja. Und was ist scheiße? Ich versuche gerade zu angeln, da muss man ja Skillchecks machen. Das hat mir aber Ich keiner denke, du gesagt. hörst zu. Nee, du musst. Ja, du musst. Einmal direkt drücken und Ja, und dann dann musst du die einholen. gedrückt lassen und wenn die orange bzw. rot wird, dann musst du kurz loslassen. Okay. Alles doof. Wo Beim bist du? Ziehen dann, weißt du? Ja, habe ich gerade gesehen. So, nimm hier noch Kräuter mit. Und Paprikapulver. okay. Nett, nett. Bist du weitergelaufen, oder? Müsste hinter dir sein, theoretisch. Oder beziehungsweise ein Ach, bisschen neben da. dir. Ja, ich renne hier am See lang, weil hier ist ja. Ah, die farmen ja auch alle. Weißt du noch, wo das Feld war? Hier drüben, oder? Da, Ja, wo du da bei der, herkommst, wo ich wo markiert ich. habe. Warte. Die Hanfplantage. Er ist leer. Fast komplett leer. Also alles abgegrast dort. Alles abgegrast. Die Schweine. Sogar die Gegner fehlen. Da ist alles abgegrast. Achtung, ich greife einen an. Hab aber ein bisschen Leck hier. Übrigens, das ist eine sehr gute Taktik, was du da jetzt gemacht hast. Was denn? Die von hinten angreifen. Also diese Fähigkeit in den Rücken, weil da machst du Ja. eigentlich immer Kritschern. So, ich port mich ja zurück. In Wie den. geht das? Na, auf unsere Stadt und Rückruf in Gasthof klicken. Ist dann der eine kostenlose Port. Oh Gott, welche Stadt Hochgehen ist denn zu das? Immerfall. Immerfall, ne? Genau. Müssen Rückruf wir in überhaupt Gasthof. hoch? Ja. Warte, ich gucke erst noch mal. Ich Ja. wusste gerade nicht, ob wir wirklich zurück müssen. Hätte ja auch sein können, dass wir woanders hin müssen. Nein, nein, nein. Toll, da portest du und in dem Moment haben sie noch ein Gebiet eingenommen? Nee, das hatten sie vorhin schon eingenommen, ne? Dann gib mir aber mal ganz kurz Zeit, meine Kisten aufzumachen und mich Ah ja, stimmt, auszuräumen. wir haben ja noch eine Kiste bekommen. Schuhe, die könnten sogar besser sein. Die sind. Ah, das ist jetzt. Hab ich denn Leuchtfeuer als Skill? Ich habe 1, 2, 5 Kisten, die ich aufmachen kann. Leuchtfeuer habe ich. Oh. Fünf Okay, Kisten. Schuhe. Ein Langschwert. Mit dem Retterhandschuh. Einsatz erhöht sich die Heilungswirkung auf dich selbst für 12 Sekunden um 15%. Lederstiefel. Oh, ich habe schon wieder ein Rapier gekriegt. Okay. Ich will jetzt eh langsam mal wieder gucken, dass ich in die mittlere Klasse komme.
Aber das Rapier mit dem... ist doch gut, oder nicht? Ja, der macht 92 Stichschaden, der andere 87. Rüstwert von 2,64 auf 2,89. Und der Schaden von 165 auf 174. Der hat 8 Geschick und 4 Konstitution. Aber der hat eben die Arcanum-Kette nicht. Okay. Die Frage ist, wie sehr bräuchte ich die noch? Weil. Ja, wenn das andere jetzt besser ist aus deiner Sicht, dann nimm das. Das weiß ich eben nicht. Der Test ist doch das einfach. Das andere hat Geschick und Intelligenz und das hat Geschick und Konstitution. Ja, das heißt, das andere hast ein bisschen mehr Damage plus diesen Sprung, wenn die richtigen Gegner da sind. Ja. Und das andere eben nicht. So, ich muss jetzt nochmal in die Schmiede. Gucken, ob ich noch Waffen schmieden kann. Bei dem, was ausgerüstet ist, das skaliert ja mit Geschick und Intelligenz. Und das habe ich beiden plus und die Kette. Ich glaube, ich nehme das neue erstmal nicht. Ich packe das ins Lager. So, Frischholz fehlt mir. 30, 44 Frischholz. Muss mal kurz holzen gehen draußen. Dann kann ich nämlich hier von der Stadtquest die Waffendinger machen, weißt du? Kriege ich da noch ein paar XP-Points. Tschong. Knuck. 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 Ist da alles schon weggepackt, oder? Nee, ich habe noch Klamotten gekriegt, die muss ich mir angucken. Angucken oder durchlesen? Durchlesen und gucken, was davon ich nehmen möchte. Ich bin mir bei den Schuhen gerade. Naja, bei angucken, weiß schon Bescheid. Ich bin bei Holzen sogar erst auf Level 15. Aber ich glaube, mein Lager, das wird jetzt auch langsam dann irgendwann voll hier. Ich glaube, ich habe hier auch noch nicht einmal ein Lagerding genommen. Okay, ich bin immer noch leicht und ich müsste aber alles in allem. Na, du kannst, glaube, ein mittleres Teil nehmen und den Rest musst du leicht nehmen. Dann bleibst du in der leichten Kategorie. Ich habe mittel, leicht, leicht. Und bin kurz vor der 3. Also warum kurz gehen die denn so? Ah, diese Waffenschmiededinger, ne, von der Stadtquest, die geben extrem viel XP bei der Schmiede. Die geben pro Ding 380 XP dort. Ich glaube, das ist jetzt mein sechstes Waffenset, was ich da gebaut habe. Bin instant auf Level 25 gekommen. Ui. Und in der Stadtdings geben die auch richtig heftig. Hey, jetzt habe ich die Feuersteine auf einmal. Hatte nur nicht so viele, oder was? Du sagst, wenn du fertig bist, ja? Ja. So, Gebietsruf. Ich hoffe, Lager kriege ich. Ach, Hauseigentum. Ich kann mir jetzt hier ein Haus kaufen. Okay.
Chris, bekommst du, glaube ich, einen kostenlosen Port extra? Allerdings beim kleinen Haus dann einen Cooldown von 4 Stunden. Okay. Jung. Ach nee, ich Bei bin dem auf Rang 18 bei der Schmiede. Rapier bin ich mir echt nicht sicher, was ich machen soll. Standard-Reparaturkiste kann ich jetzt herstellen. Wegen den Skills, meinst du, oder? Das kann ich dir aber so dann auch nicht sagen, was du da nehmen sollst. Weil du solltest ja die nehmen, die du auch nutzen willst und Ja. die dir auch Spaß machen. Behalte den erstmal. Ich glaube, das mit der Kette drauf ist gar nicht Das so mit dem unklug. Gold oder so hast du ja kein Problem, weil du kaufst ja nichts im Handelsposten oder so. Wahrscheinlich nicht. Weil da könntest du dir jetzt auch Zeugs kaufen. Also da könntest du dir jetzt auch Rohstoffe holen. Ja, so wie das Rohleder, wo dir ein bisschen was gefehlt hat. Hättest du halt für, weiß ich, 200 Gold die 200 Rohleder gekauft, die du gebraucht hättest oder sowas. Das wäre ein bisschen übertrieben, ne? Ja. Kann man hier eigentlich kochen auch und benutzt dann die Sachen, die im Dings drin sind? Ja, klar. Du kannst Kann man. alles, was du ins Lager packst und hier in der Stadt machst, greift er auch auf dein Lager zu. So, wo kann man denn kochen? In der Ja, Küche. da. Ich muss nach rechts und dann nach rechts. Nicht nach rechts. Ja, die Küche Nach ist rechts. hier. Ich bin jetzt an der Küche. Du musst Wo nach bist denn links. du? Da, wo der Webstuhl und sowas ist. Das ist doch hier, oder? Und jetzt hier rechts. Das ist die Küche? Das ist Nee, die das ist. Küche hier. Und wo bist Hier. denn du? Ach, da. So, Energiespeise. Aber mal wieder ein paar herstellen, ja. Ja. Das Problem ist aber, wenn ich das jetzt alles hier mache, dann kriege ich gleich schon wieder ein Level ab.